Kann man in der Campingküche Energie sparen mit einem Schnellkochtopf? Welchen Schnellkochtopf nehme ich da eigentlich? Und wenn es heißt 50-70% Energie und Zeit sparen, bringt der Schnellkochtopf eine effiziente Kochmethode, die man auch beim Camping benutzen kann? Oder kann ich es nur für das Camping benutzen? Dieser Frage sollte man nachgehen. Hallo Camping- und Reisefreunde. Ja, man kann Zeit und Energie einsparen mit diesem Kochtopf. Und zwar arbeitet der unter Druck und dadurch erhöht sich auch die Temperatur im Garraum und dadurch kann man das einsparen. Wie das alles funktioniert und ob das wirklich so gut ist, auch für uns Camper, das wird sich herausstellen. Dieser Frage gehen wir jedenfalls nach. Ich habe dieses Video in Kapitel unterteilt, das seht ihr an der unterbrochenen Timeline unten am Video. Und zwar gehen wir der Frage nach, wie arbeitet dieser Schnellkochtopf? Wie funktioniert der überhaupt? Wie bekomme ich eine Auswahl? Also was brauche ich jetzt wirklich von einem Schnellkochtopf? Was erwarte ich von dem? Und wie komme ich dann zu meinem Schnellkochtopf? Dann gehen wir der Frage nach, wie gesund ist das? Schmeckt das auch, was wir da kochen? Und auf alle Fälle ist eins dabei, wir haben ein Rezept. Das haben wir schon mal im Camping Wundertopf ausprobiert. Das seht ihr hier oben mal eingeblendet. Und da haben wir dann den direkten Vergleich, ob wir Energie und Zeit auch einsparen und ob das auch schmeckt. Ja, dann wird es noch Hinweise für die Pflege geben und Sicherheitshinweise, denn wenn der Druck erhöht ist und die Temperatur, ist das nicht ganz ohne. Ja, doch zunächst, wie sieht so ein Topf aus? Woraus besteht er? Aus welchen Bestandteilen? Und was passiert da in diesem Topf? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, woraus besteht so ein Schnellkochtopf und wie funktioniert der? Also, wir haben einen Topf, in diesem Fall einen 4-Liter-Topf. Der ist aus Stahl. Es gibt die Töpfe auch aus Aluminium, hochfestes Aluminium, weil hier ordentlich was an Druck herrscht. Das seht ihr mal hier eingeblendet. Das ist ein Aluminiumtopf. Die meisten Töpfe, die in Gebrauch sind, sind allerdings Stahltöpfe. Die sind natürlich relativ schwer. Das ist ein 4-Liter-Topf. Der ist natürlich relativ leicht wieder gegenüber anderen großen Stahltöpfen. Als wir noch eine vierköpfige Familie waren, war natürlich unser Schnellkochtopf auch etwas größer. So, dann gibt es dazu so einen Ring, der ist hohl, damit, wenn der Druck entsteht, hier wirklich alles dicht ist. So, der Ring kommt hier in den Deckel. Und dann gibt es unterschiedliche Funktionen. Es gibt Deckel, die haben hier oben so eine Tülle drauf und da kommt so ein Gewicht drauf. Die sind natürlich dann nicht mehr in Stufen einstellbar, sondern da ist nur eine Stufe einstellbar. So, wir haben hier einen Topfdeckel, der hier drauf passt. Und dann kann man den hier zumachen. Es gibt auch Bajonettverschlüsse für solchen Töpfen, kann man eben auch nehmen. Da gibt es unterschiedliche Arten. Für die unterschiedlichen Arten, die Links sind in der Videobeschreibung. So, dann seht ihr hier das Druckventil, was man einstellen kann. Hier kann man nämlich dann die Stufen einstellen. Das seht ihr hier mal eingeblendet. Stufe 1, Stufe 2 und einmal wieder Dampf ablassen. Und ihr habt hier ein Überdruckventil, das ist dafür da, wenn der Druck zu groß wird. Wenn der Druck zu groß wird, dann kann euch nichts passieren, sondern dann knallt das Ding hier raus und der pfeift einfach ab. Sollte nicht passieren, also immer vorsichtig sein. So, dann gibt es zu diesen Töpfen auch noch Einsätze. Das heißt, es gibt auch Rezepte mit Einsatz. Das können solche Einsätze sein, wie ihr sie hier seht. Es könnte auch so ein einfacher Topfeinsatz sein, die gibt es auch so zu kaufen.
Dann kann man den hier reinmachen und dann kann man das Gemüse oder die Kartoffeln dämpfen. Ganz klar, was gibt es noch zu sagen? Wichtig ist, dass wir wissen, wie viel Druck hier drauf ist. Hier sind 1,8 Bar drauf, wenn wir richtig kochen. Und etwa 120 Grad. Das ist dann hier bei Stufe 2. Abgesichert ist so ein Topf mit 2,6 Bar maximal. Dann pfeift das Ding hier oben ab. So, und dadurch, dass wir hier hohen Druck erzeugen und hohe Temperaturen, da haben wir eine Einsparung von 50 bis 70% von der Energiebilanz und natürlich auch von der Zeitbilanz. Wie die Zeiten aussehen, bei welchem Gargut, die Tabelle könnt ihr auch abrufen, die ist auch als Link in der Videobeschreibung. So, jetzt noch was zu unserem Gas, was wir beim Camping verwenden. Das ist kein Erdgas. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass das russische Erdgas nun mal eure Patronen nicht mehr voll macht. Nein, das ist Gas, was aus der Destillation von Erdöl gewonnen wird. Das ist ein Nebenprodukt, Propan und Butan. Und dieses Gasgemisch wird in Kartuschen gefüllt oder eben in eure große Gasflasche. Ihr habt natürlich die Qual der Wahl. Also, bei der Auswahl des Topfes müsst ihr überlegen, ob ihr einen Stahltopf haben möchtet oder einen Alutopf. Ist natürlich auch eine Gewichtsfrage. Die Topfgrößen gehen von 1,5 bis 22 Liter, also auch was für Profis. Und ihr müsst gucken, ob ihr zwei Druckstufen haben möchtet und ob euch das Zubehör zusagt. Das sind so die Dinge, die man beachten muss. Ja, und dann wählt ihr natürlich selbst eurer Familiengröße entsprechend einen Topf aus. Und dann sollte schon das nächste Rezept kommen, damit ihr den auch ausprobieren könnt. Ja, liebe Campingfreunde, jetzt zum Rezept. Wir machen Coq-au-vent. Das haben wir schon mal gemacht. Und darüber gibt es ein Video. Da haben wir das mit dem Camping-Wundertopf gemacht. Das wird hier eingeblendet. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben eine Stunde gebraucht und eine Kartusche, eine Gaskartusche. Wir haben also jetzt nochmal nachgemessen und wollen jetzt feststellen, ob wir wirklich so viel Zeit und Energie sparen. Wir haben hier Hähnchenschenkel genommen, die habe ich mit Currysalz bestreut. Dann haben wir Öl zum Anbraten. Dann haben wir Tomaten. Ihr könnt echte Tomaten nehmen, so wie wir hier. Oder eben aus der Dose, das geht auch, ne? So, Möhren, Zwiebeln, Paprika, das mische ich dann noch unter. Pilze, Knoblauch, Butter, Speck, so ein bisschen Tomatenmark haben wir noch wegen der Farbe. Und Weißwein und Brühe. Und dann kann es losgehen. Die Zutaten findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Jetzt zum Braten. Also, den Topf anstellen, dann kommt Öl rein und dann kommen schon die Hähnchenteile rein. Anbraten. Anbraten und immer mal wenden, damit das schön goldbraun wird. So, die Hähnchenschenkel haben wir wieder rausgenommen. Die sind schön goldbraun geworden. Und jetzt brauchen wir die Zwiebeln. Die kommen hier rein. Die werden angebraten. Der Knoblauch kann dort rein. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Speck drin, damit hier noch ein bisschen Geschmack reinkommt. Das ist nämlich Rauchspeck. Und dadurch habt ihr so ein bisschen Raucharoma. So, das Ganze wird schön umgerührt und goldbraun gebraten, bis das Ganze schön weich ist. So, jetzt kommt die Butter dazu. Ja, eine Flocke Butter gehört immer dazu. Dann kommen unsere Pilze hier hinein. Dann kommen die Tomaten rein.
die Möhren. So, dann kommt für die Farbe noch ein bisschen Tomatenmark rein. So, und dann kommen die Hühnchenteile rein. So, dann kommt die Gemüsebrühe rein. Und dann kommt der Wein rein. Ja, wir haben Weißwein genommen, weil mit Rotwein sieht das nicht so schön aus. Ja, Rotwein sollte man dazu nehmen. Schmeckt gut, ja, aber sieht nicht so gut aus. Also Weißwein genommen. So, jetzt machen wir den Topf zu. Verschließen. Dann stellen wir die Stufe 2 ein. Und wenn es zischt, dann noch 20 Minuten, dann das Gas ausstellen, ein bisschen abdampfen lassen und dann könnt ihr langsam zurückstellen, damit das rauszischt und der Druck raus ist. Der Druck ist raus, wenn hier dieses Sicherheitsventil auch unten ist und hier seht ihr dann auch, kommt so ein Ventil raus, wie viel Druck da noch drauf ist. Ja, und dann ist es fertig. Und dann schauen wir mal, wie viel Gas wir verbraucht haben. Ja, liebe Campingfreunde, wir haben das Rezept etwas abgewandelt. Wir haben Kartoffeln reingeschnitten. Die Garzeiten der Kartoffeln sind 8 Minuten, das kennt ihr aus der Tabelle. Also haben wir 12 Minuten Zeit gehabt, Kartoffeln zu schälen. Dann haben wir den Garprozess unterbrochen im Topf und haben dann 8 Minuten weiter garen lassen. So, was zu den Zeiteinsparungen. Wir haben Zeit eingespart. Beim Anbraten haben wir gar nichts eingespart, ja, da war der Topf offen. Beim Garen haben wir 67% eingespart an Zeit und Gas haben wir 68% eingespart. Also das ist schon eine Hausnummer, was man da einsparen kann. So, vielleicht noch ein paar Tipps für euch. Lest die Gebrauchsanweisung durch, vor allem die Pflegehinweise. Dann solltet ihr das Abdampfen nicht in Richtung Person machen. Ihr solltet auch nicht im geschlossenen Zelt kochen damit, weil die Dampfentwicklung doch sehr groß ist und dann wird das feucht. Also draußen im Vorzelt oder wie wir haben eine Outdoor-Küche, da ist das alles kein Problem. Für die Camper, die länger unterwegs sind, lohnt sich so ein Schnellkochtopf auf alle Fälle. Wir sehen das auch so, wenn wir Hummer kochen oder mal ein Pulpo, der muss eben lange gekocht werden normalerweise, da hast du so ein Ding mit. Und das lohnt sich. Für kurze Aufenthalte lohnt sich das Kochen mit diesem Topf zu Hause. Zeit und Energie sparen. Dann aber eben vorbereiten, fertiges Essen vorbereiten für die kurzen Aufenthalte, Wochenendtrips und so weiter. Ja, das sind die ersten Erfahrungen, die wir so haben, die wir vermitteln können. Wir werden noch weitere Rezepte machen, wie Bœuf Bourguignon und sowas. Bleibt also schön neugierig und probiert's mal aus. Tschüss! Euer Hanjörg.